Es ist der 34. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga und die Grizzlies empfangen die Panther aus Augsburg. Es ist das 34. Spiel für Wolfsburg, 33. Partie für die Augsburger Panther. Und ja, es kann unterschiedlicher nicht sein. Die Augsburger aktuell auf der 3, Wolfsburg nur auf der 12, ganze 20 Punkte Unterschied, die man am Ende hier hat. Und wir gehen rein in die Partie im Eisstadion in Wolfsburg, Eisarena, um genau zu sein. Wolfsburg in den orangen Jerseys. Und nach der 3:6 Niederlage gegen Berlin will Augsburg heute sich wieder von der besten Seite zeigen. Heute die 3 Punkte aus Augsburg, aus Wolfsburg unbedingt mitnehmen. Das ist das A und O für diese Mannschaft. Oh, die Möglichkeit für Thornton und Glück für Olivier Roy und die Augsburger Panther. Ei, 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 ei. Das ist richtig, richtig krass. Und wir gehen rein. Weiter in die Partie. Mahacek. Das Bittner. Wieder Mahacek. Wolfsburg will sich unbedingt aus dieser Miserie rausschießen. Will von Platz 12 runter. Will unbedingt unter die Top 10. Um am Ende zumindest in die Pre-Playoffs gelangen zu können. Etwas weniger als 20 Partien sind es noch. Und wir gehen so langsam, aber sicher in die heiße Phase dieser DEL-Saison. Für Augsburg, wie gesagt, sieht es hier ganz gut aus virtuell. Wolfsburg hat zu kämpfen. Wenn wir aber mal einen Blick schweifen lassen auf die richtige Tabelle. Da steht Augsburg auf der 11. Aktuell hinter den Thomas Sabo Ice Tigers. Einen Punkt nur. Nürnberg 43, Augsburg 42 und Wolfsburg. Die stehen mit 45 Punkten auf der 9. Also da ein wenig verkehrte Welt. Wolfsburg hat momentan die Möglichkeit, diesen Pre-Playoff-Platz zu verteidigen und aus eigener Kraft am Ende in die Pre-Playoffs einzuziehen. Möglich ist hier wirklich noch alles. Sowohl virtuell als auch in der reellen DEL-Saison. Wurm. Festerling. Und Payal versucht da weiter abzulegen. Aber Johansson hat gut vorgecheckt. Und er macht immer wieder die Räume eng. Augsburg in Bedrängnis schon beim Spielaufbau. Das machen die Grizzlies hervorragend. Spielt Augsburg da über weite Strecken in der eigenen Zone fest. Wieder Johansson abgeblockt. Und kaum was zu tun für den Wolfsburger Keeper in diesem ersten Durchgang. Gibt's nicht, gibt's nicht. Wolfsburg unfassbar stark. Kaum aus der Defensive rauszubekommen. Jetzt aber vielleicht Schmölz. Und er steht ruckzuck alleine vorm Tor. Und aber verzieht heute die 34 bei den Grizzlies im Tor. Chet Piquard. Felix Brückmann, der Backup der Grizzlies, hat ja für die nächste Saison bereits in Mannheim unterschrieben. Und hier geht's torlos in die erste Drittelpause. 3:5 Schüsse aus Sicht der Augsburger. Die Gäste kommen in den ersten 20 Minuten nicht wirklich in diese Partie rein. Es ist unheimlich schwer, da Druck aufzubauen. In Richtung Chet Piquard, in Richtung Defensive der Grizzlies. Die hier im Eisstadion, in der Eisarena Wolfsburg, sich heute wirklich von der guten Seite zeigen. Augsburg, alles andere als souverän, machen sie es richtig schwer.
Und LeBlanc. Vielleicht nochmal die Möglichkeit. Aber es bleibt torlos. Aber zumindest Augsburg jetzt mal in der Offensive vertreten. Und dass nicht immer Wolfsburg da vorne in der Offensive ihr Spiel aufzieht. Valentine, gute Schussposition, gut geblockt von Spencer Marček. Und Lamp. Hat sich gut durchgekämpft. Scheibe behalten. Da ist Sahir Gil. Der rüber auf Lamp. Aber wieder in allerletzter Sekunde. Augsburg bewegt sich jetzt. Hier gefährlicher zu werden. Augsburg versucht, mehr in die Offensive zu investieren. Aber Wolfsburg weiter die spielbestimmende Mannschaft. Kann die Scheibe über weite Strecken abschirmen. Überhaupt keine Möglichkeit, da zu checken. Und dann ist es die 1:0-Führung für die Grizzlies. Ganz, ganz bitteres Gegentor. Von der Pike weg. Da ohne große Probleme an allen Augsburgern vorbei, die da eigentlich nur dastehen wie Ölgötzen. Das ist richtig bitter jetzt. Das hat richtig wehgetan. Aber die verdiente Führung für Wolfsburg, die da über weite Strecken einfach mehr arbeiten, die über weite Strecken einfach diese Partie zündender angehen. Und es bleibt weiterhin unglaublich schwer für Augsburg, richtig in dieses Spiel zu finden. Johansson, auch hier kommt er wieder durch, aber schön abgelegt, Hase. Schön gemacht und Fauser bleibt dran. Und Schmelz, Kontermöglichkeit jetzt vielleicht. Aber die Pässe sind einfach zu ungenau. Fesseling. Und Payal, jetzt vielleicht. Noch 7 Minuten. Jetzt die Chance und wenn da links einer steht, den Rebound nutzt. Dann steht es hier 1:1 aus Augsburger Sicht. Aber das ist alles Wunschdenken momentan. Und 2:0. Eiskalt verwandelt. Keine Chance für Augsburg. Bittere Partie. Und Nick Latta mit dem 2:0 für die Grizzlies. Der Deutsch-Kanadier, der seit 2018 bei den Grizzlies Wolfsburg spielt. Kam von den Wichita Thunder aus der ECHL. Davor hat er schon 4 Jahre lang für die Köln Haie auf dem Eis gestanden. Ausgebildet in Kaufbeuren und Riesersee. Ging dann nach Kanada. Genau zu sein zu den Sarnia Sting und den Hartford Wolfpack. Dem Team der American Hockey League. Ja, trotz allem. Augsburg in Bedrängnis. 0-2. Und kaum noch Möglichkeiten nach vorne. Das ist einfach heute wieder viel zu wenig aus Augsburger Sicht. Da geht vorne nicht viel zusammen. Jetzt vielleicht mal über Rogel. Die Chance aber wieder übers Tor. Da setzt sich da durch. Wieder geblockt, wichtig jetzt. Aber Holzmann wird da unsanft zu Boden gebracht. Und es ist aktuell überhaupt keine Chance für die Augsburger Panther. Wolfsburg macht, was sie wollen. Und auch hier unaufhaltsam. Augsburg heute nicht wirklich präsent. Es gibt manchmal so Tage, da geht nicht viel zusammen. Und heute auch wieder aus Sicht der Augsburger so ein Tag, wo es nicht passt.
0-3 ist natürlich eine Aufgabe, die jetzt im letzten Durchgang enorm schwer wird. Auch am Bullypunkt heute absolut nichts zu machen. Und dementsprechend verdient die Führung der Grizzlies. 5-11 Schüsse. Bullies gewonnen, 2-8. Augsburg viel zu passiv. Nur 1:58 in der Offensive. Das ist deutlich zu wenig. Aber Wolfsburg schnürt die Augsburger hier auch wirklich gut ein. Und bislang nichts Zählbares und auch nichts Nennenswertes bei den Panthern in dieser Partie. Und die Bullies, das ist heute nicht zu managen. Sind halt einfach so Spiele, auch die Checks, die werden heute überhaupt nicht gefahren. Immer wieder fährt man dran vorbei. Es sind einfach so Spiele, die nicht funktionieren. Und ja, Bulli-technisch, egal wie man ihn angeht, überhaupt nichts. Check-technisch überhaupt nichts und schusstechnisch schon zweimal nichts. Das ist nicht der Tag des AIV heute hier in Wolfsburg. Nochmal Hase. Auch der Schuss geht wieder zu weit vorbei und dann schön, wie der Torhüter das Spiel aufs Korb nimmt. Es wird am Ende wohl oder übel die verdiente Niederlage aus Augsburger Sicht. Aber hier ist nichts zu holen. Jo. Also, mit allen Mitteln, die man hier hat. Oh. Oh, das ist so machtlos, wie man da so zusieht. Das gibt's doch nicht. Ja, natürlich. Ja, jetzt wird's lächerlich wieder. Jetzt wird's wieder ein bisschen lächerlich. Hier stellt er mir das Bein. Keine Strafzeit. Und dann schießt er das Tor. 5-0. Absolut bittere Partie. Das ist nicht möglich. Ich kann da hinten halt, ich bin der Einzige, der da nur einen Spieler steuern kann. Die Computer, die steuern sie alle und holen die Leute nach vorne. Das ist doch nicht wahr. Jeder Schuss ein Treffer. Erst das 3-6 gegen Berlin und jetzt 0-6 gegen Wolfsburg. Das ist nicht wahr. Was will man da noch machen? Bitter. Ganz, ganz bitter und am schnellsten vergessen diese Partie heute in Wolfsburg. 5-17 Schüsse. Alleine das zeigt schon, dass wir heute hier überhaupt keine Chance haben. Ja, na klar. Also das ist ein bisschen überzogen. Aber nun gut, so Spiele gibt's. Sei es drum, nächstes Mal wieder angreifen.
No way, no chance da vorne aktuell. Und Wolfsburg zeigt uns heute, wo es lang geht. Der erste Schuss im Schlussabschnitt. Schön stehen gelassen, aber wieder ist es Chad Picard, keine Chance. Ja, und wie kommt Augsburg hier aus der Krise raus? Das ist die große Frage nach dem 3:6. Ich habe es vorhin angesprochen. Gegen die Eisbären Berlin. 0:6 jetzt gegen Wolfsburg. Und es stellt sich die Frage, wohin geht die Reise für den IV hier? Und wir kommen nicht mal an die Scheibe ran. Das sind die Pässe, wo man gar nicht dazwischen kommt. Wenigstens ein Ehrentreffer. Das wäre so schön. Aber nö. Ich habe gespielt nach rechts. Komm schon, LeBlanc. Wieder nichts. Schade. Ich sag's ja, manchmal sind die Zweikämpfe einfach machtlos. Affenrichter. Vielleicht noch? Nein. Natürlich nicht. Ich glaube, so wenig wie jetzt waren wir noch nie an der Scheibe in dieser Saison. Und das ist mit Sicherheit die bitterste Niederlage, die wir bislang bei NHL 20 hinnehmen mussten. 0:6 gegen Wolfsburg und das in einer Partie, wo wir wirklich 60 Minuten lang überhaupt nichts zu melden hatten. Das ist schon extrem. Das ist schon extrem und extrem übertrieben. Aber gut, so ist es. Müssen wir durch. Und dementsprechend gucken wir mal auf die Tabellensituation aktuell. Und nach den zwei Niederlagen haben wir jetzt natürlich wahrscheinlich wieder ein bisschen den Anschluss verloren. Rang 4. Noch mit Heimrecht versehen, aber ja, es wird enger. München, 9 Punkte jetzt von den Eisbären Berlin. Dann da die DEG vorne mit dabei. Augsburg auf der 4 von den Thomas Sabo Ice Tigers. Die haben ein Spiel weniger. Die Augsburger aber trotzdem 58. Viermal 58 Punkte. 56, 55, 51. Nur 7 Punkte Abstand zwischen Platz 8 und Platz 2. Da ist noch alles möglich. Straubing, unser nächster Gegner auf der 9. Dahinter dann der EC Ingolstadt. Schwenningen, Wolfsburg auf der 11. Vor den Adler Mannheim wieder ein bisschen Punkte gut gemacht. Und Iserlohn jetzt das Schlusslicht der Liga. Nichtsdestotrotz, am Sonntag geht es natürlich weiter. Und ja, am Sonntag entfällt auch der Stream. Am Sonntag bin ich bei der Partie Düsseldorfer EG gegen die Adler Mannheim. Die Stadiontour geht weiter. Danke an Frieder Feldmann, den Pressesprecher von der Düsseldorf EG, für die Bereitstellung der Medienakkreditierungen. Und ihr seht das Video dann höchstwahrscheinlich am Dienstag, die Stadiontour bei Bloody LP. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.